In diesem Video habe ich euch das Buch vorgestellt, zu dem ich vor etwa 3 Jahren vor meiner Seminarleitung eine Sternstunde gezeigt habe, die mir damals den Weg zur Einzellehrprobe geebnet hat. Damals hatte ich das Problem, dass in etwa 2-3 Monaten meine Einzellehrprobe in Englisch stattfinden würde, ich aber noch absolut keine Ahnung davon hatte, was ich den Prüfern eigentlich zeigen wollte. Dann bin ich auf dieses Buch hier gestoßen und hatte eine lehrprobenwürdige Stundenidee. Heute möchte ich euch mitnehmen in die Planung dieser Stunde, warum dieses Buch, warum dieses Thema, welches Ziel habe ich formuliert und welche didaktischen Überlegungen sind in die Planung dieser Stunde geflossen, sodass meine Seminarleitung mir damals in der Nachbesprechung der Stunde gesagt hatte, heute hätte ich sie am liebsten mit dem Handy aufgenommen, das war eine Vorführstunde, so etwas müssen sie auch in der Lehrprobe zeigen. Das heißt, ob Englischlehrer oder nicht, das spielt gar keine so große Rolle. Wenn euch interessiert, wie man eine solche Vorführstunde plant, die das Prädikat Sternstunde verdient, dann bleibt dran. Hier noch ein kurzer Überblick über dieses Video. Ich will auch gleich loslegen und mir ein ausführliches Intro ersparen. Ich bin Mrs. Skittles, eine Grundschullehrerin aus Nürnberg mit dem Hauptfach Englisch. Und heute zeige ich euch, wie ich meine Sternstunde geplant habe. Fangen wir an mit dem Thema der Stunde. Ihr müsst 3 Sachen wissen, die die Wahl meines Themas damals beeinflusst haben. Erstens, das war die letzte Stunde vor der Lehrprobe, die ich noch vor meiner Seminarleitung halten konnte. Das war die letzte Möglichkeit, Feedback und Kritik zu bekommen. Und deswegen wollte ich gerne etwas zeigen, auf das ich in der Lehrprobe bauen konnte. Und hier schon mal ein erster Tipp. Probiert das, was ihr in der Lehrprobe zeigen wollt, vor der Seminarleitung aus. Sei es die Lesekonferenz in Deutsch, sei es die Bildbetrachtung in Kunst. Lasst die Stunde nochmal vom Profi auf Herz und Nieren über. Prüfen. Die zweite Sache, die ihr wissen müsst, ist, dass Weihnachten vor der Tür stand. Ein Thema, das in der Lehrprobe wirklich so gar nicht mehr relevant ist. Ich weiß, wir dürfen das Thema auf einer solchen Stunde sowieso nicht in der Lehrprobe selbst verwenden, aber Weihnachten, das klang schon richtig weit weg. Also brauchte ich eine Stunde, auf die ich aufbauen kann, deren Inhalt aber vollkommen irrelevant für die Lehrprobe ist. Und drittens, ich wollte keine Trendstunde zeigen. Warum und was genau ich damit meine, das könnt ihr gerne euch in diesem Video anschauen, in dem ich über mutige Stunden rede. Für Englisch hieß das jetzt konkret, dass ich keine Dialogstunde zeigen wollte, also keine klassische Dialogstunde und keine klassische Storybookstunde. Meine Stunde war angesetzt für den 10.12., also mitten in der Vorweihnachtszeit. Thema Weihnachten schwierig, weil zum Zeitpunkt der Lehrprobe vollkommen out of season. Ich stöbere also auf der Suche nach einer Stunde durch meine Büchersammlung und stoße auf dieses Buch hier und hatte plötzlich eine Idee, eine Vision von einem Lernziel. Bevor ich euch das verrate, hier ein kurzer, aber wichtiger Exkurs zu der Frage, wer ist eigentlich Walter Wick? Und was ist so besonders an ihm? Walter Wick ist ein Fotokünstler und Buchautor und besonders bekannt für seine Reihe Can You See What I See? Zu Deutsch Ich finde was. Das Besondere an dieser Reihe ist, dass er Kindergeschichten und Reime kombiniert mit dem beliebten Kinderspiel Ich sehe was, was du nicht siehst. Oder im englischsprachigen Raum I spy with my little eye. Walter Wick nennt sie selber Search and Find Games. It begins in a living room with a gingerbread house and cookies and candlelight. It's a very rich interpretation of The Night Before Christmas. Kids can read the story separately and refer to it as they look through the pictures, or they can just play the search and find game, so it's like 2 books in 1. Seine Bilder sind was Besonderes, denn er baut riesige Spielwelten auf und fotografiert diese, sodass sie dann aussehen wie Wimmelbilder. Kinder lieben Wimmelbilder, aber diese Wimmelbilder sind ganz besonders, denn es sind eben keine Illustrationen. Photography engages the minds of kids in a very different way than illustration. When they see something in one of my photographs, kids ask me, how did you do that? And they wouldn't ask that of an illustration. In Wicks Bildern Dinge zu entdecken macht nicht nur Kindern Spaß, nein, auch Erwachsene lassen sich von den verspielten Bildern verzaubern. Can you see what I see? A clock, 2 scissors, Santa with a sack, a silver flashlight, a red thumbtack, a dino, a deer, a thimble, an ace, Noel, 3 elephants, a blue shoelace, 2 spools for stools, a button that's red, a bunny, 2 bears, all snug in their bed. Während die Kinder in Wicks Bildern abtauchen, wird ihre reale Alltagswelt, also Essen, Spielsachen, Kinderzimmer, Wohnzimmer, belebt und verwandelt sich zu einer magischen Spielwelt. Kids can interpret the story how they wish. They're going to have fun playing the search and find game. And then suddenly the world opens up into a magical place. That's it. End of story.
Doch genug geschwärmt, zurück zum eigentlich Wichtigen. Welches Potenzial haben Walter Wicks Wimmelbilder für den Kompetenzerwerb von Kindern? Als Referendare und Lehrer können wir leicht den Fehler machen, dass wir etwas machen, weil es uns einfach nur gefällt oder weil es zufällig gerade im Schulbuch kam. Das darf aber streng genommen nicht der einzige Grund unserer didaktischen Überlegungen zur Wahl des Themas sein, vor allem nicht in einer Lehrprobe. Wir müssen das Thema in Bezug auf die konkreten Bedürfnisse unserer Lernenden auswählen und damit sind wir bei der didaktischen Begründung des Unterrichtsgegenstands, also unseres Themas und der sehr wichtigen Frage, warum wollen wir diesen Lerngegenstand, also dieses Buch, dieses Bild, mit dieser Lerngruppe, also unserer Klasse, zu genau diesem Zeitpunkt Weihnachten bearbeiten. Dahinter verbergen sich die vielen kleinen Details, die wir später sowieso bei der Sachanalyse und bei der Analyse der Lernvoraussetzungen und mit Blick auf das Fachprofils näher ausführen müssen, die wir aber auch jetzt schon bei der Wahl des Themas berücksichtigen müssen. Hier ein kurzer Einblick. Das alles kann schnell überwältigen, deswegen stelle ich mir die für mich einfachere Frage, kann ich mit diesem Thema alle Kinder dazu motivieren, eine oder mehrere Kompetenzen ihren Lernvoraussetzungen entsprechend zu erweitern? Und bei diesem Buch, muss ich sagen, ist es ein überzeugendes Ja. Gebt ein Buch von Wick Kindern in die Hand und seht selbst. Es bietet nämlich einen natürlichen Sprachanlass, der Kinder zu authentischen Sprachhandlungssituationen anregt, also Situationen, in denen sie sich austauschen wollen, also ihre kommunikativen Kompetenzen erweitern können. Selbst mein 2-jähriger Sohn liebt es, wenn ich ihm kleine Suchaufgaben stelle und er erzählt mir wiederum begeistert in seinem begrenzten Wortschatz, was er so sieht. Hier übrigens sein Lieblingsbild. Ich muss also keine künstliche Situation schaffen, in der ein Kind sich von sich aus austauschen möchte. Das ist prima für den Sprachunterricht und auch wichtig dafür, dass Kinder von sich aus ein Lernziel erreichen wollen. Dazu aber später mehr. Wenn ich Kinder mit der Wahl meines Themas motivieren möchte, dann muss ich mir Gedanken machen zu den folgenden Punkten, zu ihrer Lebenswelt, zu ihren Interessen, zu ihrem Entwicklungsstand und auch zum Alltags- und Realitätsbezug der Aufgabe. Ich finde, ich habe mit dem Thema viele Punkte davon getroffen, aber seht selbst, wenn es euch interessiert. Alles klar, das Thema ist also in Bezug auf meine Lerngruppe gut gewählt, aber was mache ich jetzt damit im Unterricht? Was nützt es meinen Kindern? Was können sie jetzt eigentlich lernen? Und damit kommen wir zu einem der wichtigsten Meilensteine, um einen guten Unterricht zu planen. Wir brauchen ein klares Lernziel. Und ich spreche hier bewusst nur von einem Ziel, obwohl es klar mehr Feinziele in dieser Stunde geben wird, aber dieses eine Ziel, das klärt, wo wir hinwollen, was die Kinder am Ende dieser Stunde können sollen, was ihr Lernerfolg sein wird. Alles, was ich in dieser Stunde plane, dient diesem einen übergeordneten Ziel, meine Feinziele, meine Aufgaben, meine Sozialformen, meine Materialien. Mit einer klaren Lernzielformulierung will ich beantworten, welche Kompetenzen die Kinder in dieser Unterrichtsstunde erweitern können. Und wenn ich mir anschaue, wie Kinder sich mit Wicks Büchern beschäftigen, dann sticht eine kommunikative Teilkompetenz ganz besonders hervor, nämlich das Sprechen. Meine Schülerinnen und Schüler sollten am Ende meiner Englischstunde in der Lage sein, mit ihrem Wortschatz und anhand der Redemittel, die wir in dieser Stunde geübt haben, zu beschreiben, was sie auf einem solchen Wimmelbild sehen können. Das Ganze als Lernziel formuliert sah dann übrigens so aus. Und damit habe ich jetzt 2 sehr große Meilensteine meiner Unterrichtsvorbereitung erreicht. Ich habe ein Thema, das gut für meine Lerngruppe geeignet ist und ich habe ein Ziel, das klar macht, wohin sich der rote Faden meiner Unterrichtsstunde hinziehen soll. Jetzt, und jetzt wird es immer dramatischer hier, kommen wir zum eigentlichen Meisterstück, das wir Lehrer leisten müssen, das die Spreu vom Weizen trennt, nämlich zum Aufbau der Stunde oder, weil es fancy klingt, zur Architektur der Stunde. Beim Konstruieren einer solchen Stunde stelle ich mir 2 sehr wichtige Leitfragen. Erstens, wie schaffe ich es, dass alle meine Schülerinnen und Schüler, egal welche Voraussetzungen sie haben, das Lernziel erreichen können? Und zweitens, wie schaffe ich es, sie alle dabei möglichst lange kognitiv zu aktivieren? Warum genau diese 2 Fragen? Erstens ist es für den Erfolg jeder Stunde entscheidend, ob die Schülerinnen und Schüler einen Lernerfolg hatten oder nicht. Und zwar nicht irgendeinen, sondern den, den ihr beabsichtigt habt. Darauf müssen eure Prüfer schauen. Das ist das Endziel. Zweitens ist kognitive Aktivierung meiner Meinung nach das Non-Plus-Ultra-Kriterium für guten Unterricht. Ihr wisst, es gibt jede Menge Kriterien für guten Unterricht, aber ich bin der Meinung, wenn ihr euch kognitive Aktivierung zum Ziel macht, dann habt ihr alle anderen automatisch berücksichtigt. Meine Schüler kognitiv zu aktivieren, das heißt nichts anderes, als ihnen eine hohe Lernzeit zu verschaffen, also eine hohe Time on Task. Oder simpel ausgedrückt, kognitiv zu aktivieren heißt, dass ich sogenannte Abschaltmomente verhindere. Kinder schalten ab, wenn sie nicht wissen, wo wir gerade sind und was wir gerade eigentlich machen. Meine Unterrichtsstunde muss also klar und strukturiert sein. Kinder schalten auch ab, wenn sie sich langweilen, das heißt, wenn die Unterrichtsphasen und die Aufgaben zu eintönig sind. Das heißt, ich muss mir bei der Unterrichtsplanung automatisch Gedanken zur Rhythmisierung machen, also für eine gute, abwechslungsreiche Mischung sorgen. Und Kinder schalten ab, wenn die Aufgabe zu leicht oder zu schwer ist. Das ist schlecht.
recht, denn unterforderte oder überforderte Kinder werden sich Ablenkung suchen und womöglich meinen Unterricht stören. Das möchte ich verhindern, deswegen muss ich gut differenzieren. Schauen wir uns also diese zwei sehr wichtigen Leitfragen für die Unterrichtsplanung etwas näher an und welche methodischen Entscheidungen damit einhergehen. Es gibt zwei mögliche Stolpersteine für das Erreichen des Lernziels. Kinder wollen das Lernziel nicht erreichen oder Kinder wollen, aber können das Lernziel nicht erreichen. Im ersten Fall heißt es bei mir, Kinder wollen nicht sprechen, ihnen fehlt der Anreiz, ich habe ihnen keinen Sprachanreiz gegeben, sie verstehen die Situation nicht, in der gesprochen wird oder diese Sprechsituation ist für sie einfach zu uninteressant. Durch die Wahl meines Themas hatte ich bereits einen guten Ausgangspunkt. Ich musste nur darauf achten, diesen situativen Rahmen auch in meinem Klassenzimmer zu schaffen. In eurem Fall ersetzt ihr das Wort Sprechen durch Lesen, Rechnen, Schreiben, was auch immer ihr so in eurer Stunde machen wollt und überlegt euch, habt ihr einen guten Anreiz, habt ihr ein interessantes Problem, seid ihr auf die Interessen der Kinder eingegangen. Damit haben wir uns um die sprichwörtliche Wolle gekümmert. Im zweiten Fall wollen Kinder sprechen, können aber nicht sprechen. Das heißt, ihnen fehlen die Voraussetzungen. Das will ich in meinem Unterricht beheben. Für mich heißt es mir zu überlegen, was könnte meine Kinder daran hindern, einen englischen Satz zu sprechen? Welche Maßnahmen muss ich ergreifen? Für euch heißt es, der Anreiz ist da. Eure Kinder wollen lesen, rechnen, schreiben, stricken, aber ihnen fehlen die Voraussetzungen. Was könnte dafür verantwortlich sein? Was müsstet ihr in eurem Unterricht berücksichtigen? Hier lohnt sich ein Blick in die Fachdidaktik zu diesem Thema, zu diesem Lernziel. Was genau könnte beim Erwerb dieser Fähigkeit im Weg stehen? Welche Hürden gibt es und wie überwindet man diese? Wenn ich das weiß, dann kann ich mich an die methodische Gestaltung meines Unterrichts wagen. Ich wusste, die größte Hürde beim Sprechen würde sein, dass die Kinder Angst haben, sich zu blamieren, weil ihnen noch der Wortschatz fehlt, weil die Lautbildung nicht gelingt oder weil sie sprachliche Gesetzmäßigkeiten nicht verstanden haben. Ich musste mir also nur noch Gedanken darüber machen, welche sprachlichen Mittel ich ihnen in der Zielsprache zur Verfügung stellen muss, also Wortschatz, Aussprache und Intonation üben und Satzbausteine zur Verfügung stellen. Und dann habe ich mir Gedanken dazu gemacht, wie möchte ich diese zur Verfügung stellen, was muss ich bei der methodischen Gestaltung berücksichtigen. Ich will erstens einen situativen Rahmen schaffen, durch die Bilder, durch die Zeichnungen, durch die Erzählung, die im Unterricht vorkommen sollten. Der Wortschatz musste auf jeden Fall schon mal vorentlastet sein. Das musste ich bei der Planung der Sequenz berücksichtigen. Trotzdem musste ich diesen bereits eingeführten Wortschatz vorentlasten, indem ich ihn an der Tafel visualisiere durch den Einsatz von Bild- und Wortkarten. Außerdem musste ich mir Gedanken machen über relevante Redemittel. Also, welche Redemittel waren für diese Stunde entscheidend? Hier ist es wichtig, dass es einige wenige sind und diese nicht zu lang sind. Um die Angst vorm Sprechen zu nehmen, musste ich auch auf Wiederholung setzen, das heißt mehrfaches Lesen, Hören und Sprechen der Redemittel. Ich musste für lange Hörverstehensphasen sorgen und verhindern, dass die Kinder zu früh in das Einzelsprechen kommen. Und das Ganze musste unterstützt werden durch die Schrift. Ich musste also ein Gerüst bauen, ein Scaffolding-System, das die Kinder bei der Sprachproduktion unterstützen würde. Und das musste sich letztendlich dann auch noch beim Tafelbild und in den Hilfsmitteln widerspiegeln. Ein zentrales Element dieser methodischen Gestaltung ist die Wiederholung wichtiger Wörter und Redemittel mit verschiedenen Hilfsmitteln. Damit das aber nicht eintönig oder unübersichtlich wird, musste ich mir gleichzeitig auch noch Gedanken zur kognitiven Aktivierung der Schülerinnen und Schüler machen und damit zur zweiten Leitfrage. Um Kinder kognitiv zu aktivieren, muss ich verhindern, dass immer nur ein Kind etwas tut und die anderen währenddessen abschalten können. Ich mache mir damit Gedanken über Gruppenmobilisierung oder Gruppenfokus. Außerdem habe ich es hier mit einfachen sprachlichen Mitteln zu tun, die sich ja oft wiederholen. Das heißt, ich muss mir Möglichkeiten der Variation überlegen und für ein bisschen Abwechslung sorgen. Ich habe zwar eine gleiche Struktur, muss aber den Inhalt ein bisschen austauschen können. Ich habe zwar den gleichen situativen Rahmen, aber ich kann einen Szenenwechsel einbringen. Im Prinzip versuche ich die Kinder davon abzulenken, dass wir immer dasselbe tun, dasselbe sprechen, indem ich solche Schaltstellen einbaue. Aber jede dieser Schaltstellen muss einen Sinn und Zweck erfüllen. Denn mir geht es hierbei nicht nur um Abwechslung, sondern auch um Herausforderung. Ich möchte langsam den Anspruch steigern. Das heißt, mein Tafelbild, das soll im besten Fall mit dem Anspruch der Aufgabe mitwachsen. Doch zurück zur Architektur der Stunde. Mit diesen zwei Leitfragen haben wir jetzt eine Vorstellung davon entwickelt, wie unser Gebäude ausschauen soll. Jetzt müssen wir dieses so bauen, dass es Wind und Wetter trotzt, stabil und gleichzeitig schön ist. Bei der Planung meiner Stockwerke, meiner Unterrichtsphasen, muss ich mir immer wieder überlegen, macht das Sinn? Unterstützt das unser Gebäude, unsere Unterrichtsstunde? Oder baue ich hier gerade etwas Überflüssiges, etwas Störendes oder gar Instabiles ein, was unser Gebäude, unsere Unterrichtsstunde zum Einsturz bringt? Und dann kommt noch der sprichwörtliche rote Faden hinzu, der durch die Stunde führen soll, wie die Treppe die einzelnen Stockwerke miteinander verbinden soll. Wenn ich an den Aufbau meiner Stunde zurückdenke, dann
erkenne ich zwei Linien, die parallel zueinander verliefen und für einen roten Faden in der Stunde gesorgt haben. Zum einen habe ich das Prinzip des Scaffoldings gut berücksichtigt und für meine Kinder nach und nach ein Gerüst aufgebaut, das sie bei der Sprachproduktion unterstützt und eine lernzieldifferente Arbeit ermöglicht hat. Zum anderen habe ich parallel dazu durch einen guten Rhythmus bei der Wahl der Aufgaben und Sozialformen dafür gesorgt, dass meinen Kindern nie langweilig wurde und sie gleichzeitig aber behutsam an die herausfordernde Situation herangeführt wurden. Wenn ihr jetzt neugierig seid und wissen wollt, wie hast du das denn jetzt aber tatsächlich im Unterricht umgesetzt, dann müsst ihr bis zum nächsten Video warten. Dann nehme ich euch an die Hand und führe euch Schritt für Schritt durch meine Sternstunde. Freut mich, wenn ihr vorbeischaut. Ich denke, es lohnt sich, denn da sieht man mal, wie eine solche Unterrichtsstunde konkret aussieht. Macht's gut!